Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 16.09.2020. Heute war Corinna da bis 16.15 Uhr. Dann bin ich auf Therapie gefahren und heute war die Volkshilfe da. Haare sind ganz gut gewaschen. Also das wird man erst die nächsten 2 Tage sehen, ob es geht. Dann war Corinna da und um 16.15 Uhr bin ich mit der Rettung zu Christoph gefahren. Ich habe mir jetzt mit ihm ausgemacht, dass wir uns einmal im Monat sehen und dass ich mal ausprobieren möchte, wie es ist, weniger Therapie zu haben. Und das aber je nach Stimmung anpassen möchte. Und er hat mir einen Zettel für die nächsten Stunden mitgegeben, den ich vom Psychiater ausfüllen lassen muss. Und ich möchte auch hier offiziell verkünden, dass ich ab morgen aufhören will zu rauchen. Weil ihr hört es selbst, ich huste und röckle die ganze Zeit. Ich glaube auch deswegen wurden meine letzten Videos nicht so oft angeguckt, weil das sehr störend ist. Ich hoffe, dass ich das mit der Rauchfreiheit in den nächsten Tagen widerlegt und es dann nicht mehr so raschelt beim Reden. Mir geht's eigentlich ganz gut, mit Corinna war's heute recht lustig. Aber es ist noch immer sehr überdreht manchmal. Man kann zwar auch ernst mit ihr reden, aber wenn sie mal überdreht ist, dann richtig. Aber ich mag sie gerne und bin froh, sie in meinem Team zu haben. Und wir verstehen uns eigentlich gut. Sie bringt mich oft zu lachen. Zum Lachen und ist sehr kreativ und so. Morgen kommt Sonja. Ich freue mich schon auf sie. Morgen kann ich ausschlafen. Gott sei Dank. Und ja, es gibt nicht so viel Neues. Ich hoffe, ich schaffe das, dass ich länger rauchfrei bleibe. Und dass der Husten dann auch wirklich weggeht. Aber mal gucken. Mein Vater hat mir zugesagt, dass ich mir das Galaxy Fold bestellen darf, wenn ich eine Woche rauchfrei bin. Aber ich möchte zumindest einen Monat schaffen, bis ich mir das bestelle, weil ich möchte keine falschen Versprechungen machen. Und das wird morgen beim Aufstehen sicher mal hart, aber ein Versuch ist es wert. Und meine Lunge tut sich auch gut. Und wenn das mit dem Röcheln und Husten in 2 Wochen nicht wieder weg ist, gehe ich zum Lungenfacharzt. Weil irgendwo ist doch immer die Angst, da Lungenkrebs zu bekommen. Und da das Husten so plötzlich angefangen hat, mache ich mir jetzt noch mehr Sorgen. Wenn ich Lungenkrebs hätte, wäre ich selbst schuld. Das würde ich auch immer so sehen, weil ich habe mich fürs Rauchen entschieden. Aber ich hoffe halt nicht. Und dass ich ein bisschen eine Bronchitis habe, das weiß ich. Auch weil ich ein bisschen Temperatur hatte. Aber Covid-19 habe ich nicht. Dazu fehlen weitere Symptome.
sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Zur Keynote gestern habe ich alles gesagt, aber es hat sich heute wieder beruhigt. Oder ich habe mich heute wieder beruhigt. Ein Monat länger oder mehr oder weniger drauf warten ist jetzt eigentlich auch egal. Und dann wird man sehen, was kommt. Und ja, mal schauen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut, eure Ines.